Hallo, mein Name ist Tom. Vielleicht kennst du mich aus so Filmen wie Hallo, mein Name ist Tom oder Tom Pilgrim gegen den Rest der Welt. Oder vielleicht hast du mich auch schon mal bei Apple War gesehen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Dieses ganze schräge Gelaber vom Anfang soll eigentlich nur die Anmoderation sein zu meiner Livestream-Zeitrafferaufnahme von dem Livestream, den ich ja letzten Samstag mit 40 von meinen unglaublichen Fans hatte, die ich jetzt stark zusammengepresst habe von 2,5 Stunden auf 15 Minuten. Und ich würde sagen, ich wünsche dir viel Spaß. Du kannst dir das Spiel, soweit wie es fertig ist, auch runterladen in der Videobeschreibung auf der Höhe meines Bauchnabels. Sei vorsichtig, vielleicht findest du dort Dinge, die du sonst so nie erwartet hättest. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich werde jetzt den Fahrstuhl nehmen. Taxi! Half Pong Mega Buster Killer Game. So. Es passierte nämlich gar nichts, weil also das Fenster ist wahrscheinlich schon da, aber noch nicht sichtbar. Ich sehe nichts. Heißt, dass hier irgendwas nicht funktioniert, ja? Ein Fenster. Aha, das ist dunkelgrau. Ich hätte vielleicht erstmal mit knallrot machen sollen. Okay. Problem Nummer eins. Was passiert hier? Guck, wo ich bin. Holla, guck mal ihn an. Also den Gegner, der immer weiß, wo ich bin und dann immer einen Schritt auf mich zugeht, ist ja schon eine KI. Das ist eine sehr dumme KI, weil ich nicht ausweichen kann, aber das ist eine KI und das ist ganz einfach zu machen. Na, das ist doch hübsch. Oh, jetzt sieht ein Pink. Wir lassen es erstmal pink, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Aber da ist nichts. Gut. Guck mal, Key Typen, Key Press feuert dann natürlich beide, aber halt anders wahrscheinlich. So. Es funktioniert nicht! Na, ist das nicht geil und langsam? Na, kommt ihr mal bald was? Danke. Ist sehr langsam. Und ich mache jetzt gleich was. Das ist, mal gucken. Man mich gar nicht mehr guckt. Wow, das funktioniert gar nicht. Das ist ja cool. Z-Wop. Bitte, bitte, bitte. Yay! Und seht ihr, wie geil das auf einmal funktioniert? Warum ist das so? Jetzt kann ich ihn auch relativ fein steuern. Und zwar, wenn ich einen Knopf drücke, dann feuert die Tastatur in gewissen Maßen. Und immer wenn er einmal feuert, geht da einen Schritt weiter. So habe ich jetzt eine Boolean-Variable gesetzt, das heißt, die Boolean-Variable wird auf On gestellt und dann wird jedes Mal einfach. Das kann ich jetzt schlecht mit Wuff-Wuff erklären, ne? Ich hoffe, ihr versteht das. Also ihr solltet die Boolean-Variable nehmen. Weil das ja nur einmal gesetzt wird und nicht immer wieder getriggert. Das Wichtige daran. Genau, das funktioniert. Schön. Hat schon mal nicht funktioniert. Jetzt schon. Wird nicht. Oh, das ist cool, ne?
Ah, das funktioniert aber irgendwie nicht. Ja, Hugus Logo, pass auf, gleich kommt die totale Weisheit. Wir sehen nämlich, das ist jetzt richtig berechnet, aber das sieht nicht richtig aus. Und warum ist das so? Das ist ganz einfach. Wir haben ja gesagt, der Bildschirm, also was wird man jetzt so machen? Wir haben ja gesagt, dass der Bildschirm 800 breit und 500 hoch sein soll. Und das ist er auch. Das Problem ist aber, dass die Zeichenfläche, die ja auch so groß ist, genauso groß ist wie das Fenster. Und das geht ja gar nicht. Ne? Sondern das fängt hier oben in der Ecke an, wandert dann 800 nach hier, geht aber noch weiter. Also sprich hier, wo meine Maus jetzt ist, da ist die Zeichenfläche erst zu Ende. Und genauso ist es nämlich in der Höhe. Hier fängt es irgendwo an und hier hört es erst auf. Zack. Wahrscheinlich zählt das hier noch mit zu, also die beiden Ränder. Und das ist natürlich total Blödsinn. Und es gibt tatsächlich einen Trick, wie man das total pixelgenau machen kann. Na, das sieht jetzt schon viel besser aus. Oben komme ich nicht weiter. Unten komme ich nicht weiter. Ist die Frage, sollte man noch so einen Begrenzer einbauen, also einen Sleep, damit der Prozessor uns nicht wegfliegt? Ja, ist ein bisschen langsamer. Mal sitzen, weil dann haben wir die schöne 60 Frames theoretisch pro Sekunde. Ach, weil wegen so halt, grüße ich nicht. Ihr wisst nur, was man hier sagen kann. Wollt auch weißt du, was so, also Double Buffering und solche Sachen sind. Bei OpenGL macht man bitte auf jeden Fall. Kann man hier auch einstellen, weil es sonst doof aussieht. Ich glaube, das können wir so erstmal von der Geschwindigkeit lassen. Hier sehe ich nicht. Schade eigentlich. Ich habe irgendwas verpatzt. Bla, er kommt also rein. Bla, er kommt regelmäßig rein. Bla, gut, funktioniert. Das macht mir gar nicht. Das ist jetzt der Rätselraten-Moment, wirklich, ja. Ist das das? Ist das der Rätselraten-Moment? Ich bin auch drauf, ey. Erzeugbälle. Danke. Ja, er löscht den Ball sofort wieder. Oh, kick mal. Oh, kick mal. Das ist ja erstmal okay, dass das so ist, aber dass sie nach da abhauen, ist nicht okay. Zack. Ich glaube, 20 ist ein bisschen doll. Ne? Wollen wir mal einfach nur aus Spaß. Wollen wir mal Spaß haben. Interview. Er ist echt beschäftigt. Wegen der Systemausgaben, die nehmen wir erstmal alle raus. Yeah! Ach, Blabla ist noch irgendwo. Okay. Die finde ich gut. Ich werde jetzt also plus 1 setzen, sonst liegen die mir manchmal einfach nicht richtig nach unten. Also die halt nicht nach unten fliegen, sondern bleiben sie da hängen. Warte.
das ist ja da, ne? Und wie findet ihr mein Konfetti? Ist schon mal was, ne? Finde ich gut so. Ihr müsst doch nach oben schießen, Leute. Jetzt nicht mehr. Oh. Ach so, ja, okay, klar, da gehen wir erst nach unten. Na, das sieht schon viel besser aus. Gut, jetzt kommt die gleiche noch für unten rum. Na, das ist doch schon mal wieder, was hier kommt. Findet ihr das auch so hübsch, Jäge? Ja, ich habe schon über 1100 Abonnenten. Ich finde das ziemlich krass. Ah, okay, genau. Ganz perfekt ist das nicht. Das ist natürlich schade. Vorderseite funktioniert. Na gut. Das funktioniert fast. Okay, das heißt, Collide bedeutet, dass er nicht nur seine Dings ändern muss, sondern alle seine Richtung. Weil ich jetzt nicht rausgucke, von wo der Typ kommt. Wir sollten jetzt nicht mehr drinnen hängen bleiben, außer wenn sie halt super schnell sind, also schneller als 20. Pro Frame, wenn nicht. Das heißt, wir haben nur ein Pedal, geht nur vorne und wird das aber wirklich okay. Ist das okay? Oder sagt ihr, das ist ja total kacke, dass das nur vorne funktioniert? Also vorne und eine Seite so ein bisschen, sieht er, jetzt springt da, flutscht da drum rum, aber ich denke mal, ich kann damit leben. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Oh, ich finde es hübsch. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr es auch hübsch findet. Das ist gut, also ja, damit kann ich leben. Rumspielen finde ich beim Programmieren noch ganz wichtig. Yeah! Weil ich rumspiele, merkt ihr, dass es hier Sachen gibt, die sind exakt gleich schnell. Und zwar, wenn das 0 war, dann sind das die plus 1er. Geht mal stark aus. Ich finde das auch cool. Yeah! Oh, den krieg ich. Oder kommt schon der nächste? Oh. Zack. Oh, Arsch, soll ich mitmachen? Das ist ja cool. Ich habe das beste Spiel der Welt programmiert. Scheiße. Also man merkt, das Pedal muss schneller sein. Oh, krass. Das ist 15 ist noch so schnell, glaube ich. Man kann so machen, also das machen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, für den Anfang reicht das, wa? Also ich bin jetzt schon fast begeistert. Ihr seht, wir haben jetzt von um 7 bis um 10 im Grunde. Ah, sagen wir mal, wir haben ja noch eine vorgeplänkelt. Also wir haben 2,5 Stunden programmiert und das ist bei rausgekommen. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, was ihr so, die Leute, die jetzt nicht programmieren können, ob sie damit gerechnet hätten, dass mehr nicht rauskommt bei 2,5 Stunden. Ja, das war's. Soweit, so gut, so fertig. Es wird nicht der einzige Livestream sein. Ich werde sicherlich in den nächsten paar Wochen noch einen machen, um das Spiel weiter voranzutreiben mit euch und so nach und nach das Spiel aufzubauen. Mal gucken, wo es hinführt. Ich weiß es nicht. Ich wünsche dir viel Spaß doch und so. Bis zum nächsten Mal.